So, lieber Rabenfix, herzlich willkommen zum zweiten Teil, zweiter Teil, ja, wahrscheinlich, unserer Erifizier- und Sandaktion. Wir haben gestern erifiziert. Heute Morgen will ich jetzt noch einen Bodenverbesserer, nämlich die Meeresalge, die Ascophyllonodosum, fein granuliert von Grashopper auf die Fläche streuen. Und dann kommt der Sand drauf und dann werden wir den Sand mit dem Bürstenwagen einbürsten. Das machen wir heute und vorher. Ascophyllonodosum, Ascophyllonodosum, Ascophyllonodosum. Ja, lieber Rasenfix, ich habe sie hier schon mal reingetan, meinen Streuwagen. Das ist sie also, die getrocknete und fein granulierte Meeresalge. Richtig cooles Produkt. Reine Biostimulanz, reiner Bodenverbesserer. Und da wir jetzt ja die Löcher haben im Boden, werde ich erst die Meeresalge einmal rüberstreuen, um sie dann mit dem Sand auch in die Löcher einzuarbeiten, um dann die Wirkung im Boden voll zu entfalten. Ja, ich weiß, jetzt glaubt ihr mir nicht mehr, wenn ich so komisch rede. Aber genauso machen wir das. Ah ja. Zu viel. Okay. 17. Ja, 17 ist schlecht. Und das stinkt nach Meer. Wahnsinn. Das passt. Zweiter Kreis. Das Schöne bei diesen Bodenverbesserern ist, das muss nicht ganz so genau sein. Leider ist es sehr schlecht zu sehen. Leider. Also, kann ich jetzt nicht sagen, ob ich da gut getroffen habe. Ja, gut. Das ist er. Das ist er. Mein berühmter Sandstreuer, den ich auch komplett zerlegt und neu aufgebaut habe. Das Erste, was wir jetzt machen müssen, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie viel er streut. Ich brauche, also das Ziel ist 2 Liter pro Quadratmeter Sand. 2 bis 4 sagt man so fürs Erifizieren. Ich fange jetzt so bei 2 Liter an. Ich will nicht zu viel raufhauen. Lieber nochmal nachstreuen. Und ja, das machen wir. Dazu habe ich mir hier so eine Folie, vorbereitet. 1,5 Meter mal 2 Meter sind genau 1 Quadratmeter. Die spanne ich jetzt erstmal auf der Fläche auf und dann fahre ich da einfach drüber. Stecke ich mit so Nägeln fest. Schöner Sand. Der ist natürlich noch ein bisschen feucht, weil es auch immer hier rauf geregnet hat. Das ist aber nicht so schlimm. Der muss dann auf der Fläche abtrocknen. Reicht erstmal für den Test. Reicht. Ich hoffe, er streut. Ich hoffe, er streut. Nägelchen wieder raus. Na komm, muss ich schön zusammen machen. Boah. So, schön nach innen. Da sind nur 1,5 Liter da. Also mal aufpassen, dass der macht vielleicht. Genau. Warte, da rutscht es nicht durch. Mal neu. So, wir müssen beide offen halten, Schatzi. Beide. Ja. Nee, du musst ihn offen halten. Halt dich doch, halt dann jetzt nur noch oben. So, wie viel ist das? Voll. Mehr als voll. Ja, das sind 1,5 Liter.
anderthalb ungefähr. So, und der Rest noch. Nochmal. Oh, das sind schon 3 Liter. Guck an. Das sind schon 3 Liter. Zu viel. Nochmal. Sandman. Zack. Rüberfahren. Schön. War schon deutlich weniger. Halt. Oh. Oh, super. 1,5. Das war doch ein ganz bisschen mehr, das ist gut. Das heißt, vom Sand abhängig ist natürlich auch die Streumenge. Also ich habe jetzt hier für den 0,2er Sand, ich habe jetzt ganz voll aufgedreht, das war viel zu viel. Jetzt habe ich dazwischen gehabt, also da stand ich. Das war jetzt ein bisschen zu wenig, machen wir ihn dahin. Genau auf den 1, 2, 3, dritten Strich. Sandy Mandy. Und dann wieder vollgeladen. Oh, wie schön der hier rausläuft. Das sieht auch so toll aus. Wenn man reinbohre, sieht man genau, wie tief das ist. Da unten ist der, guck mal, da sieht man jetzt schön. Das ist so eine Spur Sand, die da jetzt rausballert. Heute? Wir haben am Mittwoch erifiziert, wir haben am Freitag die ganze Fläche gesandet und dann abgebürstet und du hast da jetzt einen Marienkäfer, macht nichts. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Heute habe ich das erste Mal wieder gemäht auf 15 mm. Ich hatte auf 13 mm runtergemäht, jetzt habe ich auf 15 mm mit dem Swordman gemäht. Das war eine Katastrophe. Nicht, weil der Sportman schlecht ist, sondern weil natürlich sehr viele Steinchen hier leider, sehr viele gröbere Steinchen mit dem Sand auf die Fläche gekommen sind. Dann hat das immer bing, 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 bing gemacht, hat geschnarrt. Es war Hölle. Es war der Untergang des Spindelmeers. Es war mir klar. Ich habe überlegt, nehme ich ein Sichelmäher, aber nee, ich möchte ja nicht den Sand hochsaugen. Ich habe die Fläche auch anschließend gedüngt. Mit dem Grasshopper Neromix K, also dem kaliumbetonten Langzeitdünger von Grasshopper. Neromix K, habe ich auch lange überlegt, was machst du?
Also habe jetzt auch gleich gedüngt, um natürlich jetzt in diese frischen Löcher den Dünger gut rein zu bekommen. Habe die ganze Nacht gewässert, 9 Stunden gewässert, 15 Liter pro Quadratmeter habe ich jetzt über Nacht von Freitag auf Samstag auf die Fläche gebracht. Eben dann gemäht auf 15 mm mit dem Sportman. Und jetzt seht ihr die Fläche. Also jetzt. So sieht sie natürlich super aus im Gegenlicht. Richtig schön grün schon. Und wenn man von oben guckt, sieht sie auch nicht schlecht aus. Also man sieht den Sand unten drin. Man sieht auch noch Löcher. Also die Löcher sind nicht alle zugegangen. Ich habe tatsächlich ein bisschen hier gerade auf der ersten Fläche, auf der großen Fläche habe ich hier doch etwas zu wenig Sand genommen. Ich hatte ja, das habe ich 2 Liter Sand pro Quadratmeter und dann habe ich auf 3 erhöht hinten. Wahrscheinlich hätten es doch 4 sein müssen, mindestens 4 Liter pro Quadratmeter, um jetzt jedes Loch wirklich zu füllen. War ich ein bisschen vorsichtig, habe ich noch nie so konsequent auch überprüft. Und macht aber nichts, lasst die Löcher ein bisschen offen sein, das stört mich jetzt nicht. Umso besser kommt die Luft in den Boden rein. Aber klar, also für eine perfekte gesandete Fläche war das zu wenig. Aber es ist auch wirklich erstaunlich nach einem Tag, ne? Nach einem Tag, wie der Sand schon weg ist, wie der Sand schon hier in der Fläche in der Grasnarbe verschwunden ist, wie das Gras hier jetzt gerade, wenn man so ein bisschen schräg rüber filmt, wie das Gras schon wieder richtig toll grün aussieht. Und ich sag mal, das dauert maximal eine Woche, dann ist die ganze Fläche wieder komplett dicht. So, das war jetzt ein kurzes Update von der Fläche. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran und seht auch dann meine nächsten Videos oder die alten Videos oder wie auch immer ihr wollt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.